Hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute in Florida und zwar nehme ich an einem selbst erstellten Wettbewerb teil, was erstellt wurde von dem BRCS1. Der ist Level 43 und der hat hier einen Wettbewerb erstellt in Florida. Da geht es um den größten Augenflecken-Kammbarsch. Hier Augenflecken-Kammbarsch, Setzkescher ist erlaubt, Topwater-Köder ist erlaubt, alles andere ist nicht erlaubt. Und es geht, hier steht es, um den größten Fisch. Das Ganze werde ich mit dieser Ausrüstung machen, mit der Loki 270, der Hornet Swarm 6000, der Braid 019 und den Trophäen Froschpopper als Oberflächenköder. Ja, und losgehen tut das in 51,50 Sekunden. Ja, ist das erste Mal, dass ich an so einem selbst erstellten Wettbewerb teilnehme. Gucken wir mal, wie es läuft. Wettbewerbszeit ist 13 bis 15 Uhr, also geht eine halbe Stunde, zwei Ingame-Stunden. Und wie gesagt, nur Oberflächenköder erlaubt. Und das Ganze beim Mischwetter. Mischwetter 13 Uhr, da ist wirklich die Beißzeit ganz unten im Keller. 15 Uhr fängt sie langsam an zu steigen. Und dann geht's mal los. Jo, bekommt man dafür Geld? Je nachdem, wie viel Geld im Topf sind, gewinnt man natürlich dann auch was. Und hier waren das, glaube ich, knapp 2000, die man gewinnen kann. Wieso ist jetzt hier 5 Uhr morgens? Ich dachte, es ist 13 Uhr angesetzt. Da habe ich schon meinen ersten. Oh, das scheint aber eher ein Hecht zu sein. Ja, so wie der durch die Gegend flitzt, ist das ein. Oder? Nee, doch. Augenflecken-Kammbarsch. Sogar eine Trophäe. Oh, der hat schon einen einzigartigen. Der Gidra. 9 Kilo. Ach nee, das ist ja ein Florida Knochenhecht. Hey, das ist nicht der Zielfisch. Zielfisch? Zielfisch ist der Augenflecken-Kammbarsch Sorry. und nicht der Florida Knochenhecht. Da habe ich den zweiten. Das ist ein kleinerer. Wie es aussieht. Oh, der hat einen 2,7. Ne, 2,27. Aber jetzt habe ich einen, der noch größer ist. Ein 2,4er. Sehr gut. Gucken, ob ich noch einen einzigartigen fange. Ist der nächste. Beißen tun sie ganz gut. Aber nur ein 1,7. Daneben gesprungen und ach, Fehlbiss.
Beim ersten Mal ist er daneben gesprungen und beim zweiten Mal hat er den Köder zwar zu fassen gehabt, aber hat, oh, der hat nochmal zugebissen. War nur ein 1,7. Noch bin ich aber am ersten Platz mit 2,4 Kilo. Was mich ein bisschen wundert wegen der Uhrzeit. In der Ankündigung stand 13 Uhr. Oh, da hat einer einen Einzigartigen jetzt gefangen. Komisch, ein Augenfleckenkammbarsch. Ah ne, doch, einzigartig mit 2, ach so, ab 2,9 ist schon einzigartig, alles klar. Brauche ich jetzt auch einen mit besser etwas über 3 Kilo. Das sieht gut aus. Nein, doch nicht. Sah im ersten Moment besser aus, als er ist. Das ist nicht mal ein Trophy, glaube ich. Nö, 1,3. Wo war hier die Lücke? Da. Der hat auch einen Einzigartigen. Der hat schon den zweiten Einzigartigen. Ah ne, das war der andere, genau. Habe ich schon mal. Jawohl. 3 Komma. Und wieder den ersten Platz. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich will einen mit 3 Komma haben. Und habe ihn auch bekommen. Nochmal da in die Lücke. Hier ist jetzt da ja noch ein einzigartiger.
diese Lecks zwischendurch sind aber auch richtig scheiße. Immer gerade wenn man auswerfen will, dann kommen diese Lecks und dann wirft er einen halben Kilometer weiter, als man eingestellt hat. Der ist wieder daneben gehüpft, aber er hat nochmal nachgebissen. Der ging richtig gut ins Gelbe. Aber nur einmal kurz. Das ist auch ein Bug, ne? Wenn du nur reinschmeißt und dann gleich rot wird anzeigt, so wie eben. Ja. Aber das ist gar kein außergewöhnlicher ist, so im Endeffekt, sondern. War ein richtig fetter, der da gerade daneben gesprungen ist. Der eine richtige Welle gemacht hat, als er da wieder reingeplumpst ist ins Wasser. Den hätte ich gern gehabt. Das könnte ein zweiter einzigartiger gewesen sein. Versuche ich es mal da rein. Moment, ist gerade Flaute, wollte ich gerade Das ist sagen. aber. Ja. Schmeiß nochmal rein. Der ist nicht mehr da. Doch, doch, der kommt rein. Der ist weggerechnet worden schon. Weggespawnt. Genau, die spawnen dann ja weg, wenn sie nicht gebissen haben. Die spawnen sie sofort. Noch bin ich am ersten Platz mit meinen 3,1 knapp, nee, gerade mal knapp über 3. 3,018. Oh, das war klar. Wieder so ein Leck gehabt beim Auswerfen. Ist so zum junge Hunde melken. Gute ist, mit den Froschpoppern hat man keine Hänger in den Seerosen.
Das könnte jetzt zwar der einzigartige sein. Oder ein Hecht. Ja, das ist ein Hecht. Der zieht sogar Schnur. Deswegen nehme ich lieber die fettere Ausrüstung, falls mal zwischendurch ein Hecht mit dran ist. Hat man nicht so arge Probleme wie mit einer kleineren Rute. Also, ist gerade wieder Flaute. Kurz vorm Ende, ey. Nur die zweite Ingame-Stunde hat gerade erst angefangen. Aber nur bei den anderen, bei mir will gar nichts beißen. Das sieht gut aus. Aber leider nicht mal ein Tropfen.
11 Minuten noch. Wieder nur 1,7 Kilo. Ich hätte gerne noch mal so einen mit 3,5. Um den Platz richtig abzusichern da oben. Also knapp über 3. Das könnte einer noch mal besser schaffen. Aber die Zeit der Einzigartigen scheint auch vorbei zu sein. Das war, glaube ich, nur die erste Ingame-Stunde, wo die gebissen haben. Jetzt beißen sogar kaum noch Trophys. Das ist alles nur noch normale. Ein Trophy gefangen worden, der kann mir nicht gefährlich werden. Kommt aber auch nicht nochmal wieder. Oh, 3,9. Damit hat er meinen ersten Platz. Wo hat er den gezogen? Das würde ich jetzt gern wissen. An diesem Spot oder an einem anderen Spot? Ich weiß nicht, was man machen, weil da kommt nichts. Der ist tot. Ja, war wohl doch nur ein falscher Fisch. War vielleicht ein Forellenbarsch, habe ich nicht genau drauf geachtet.
Dann nochmal auf die Seite. Nee, war noch gar nicht rot angezeigt. Muss doch funktionieren da. Geht. Ne, ist wieder ein Hecht. Oder? Oder? Ja, ist ein Hecht. Also nochmal einen anderen Spot. Zwei, drei Würfe muss man schon machen, um zu wissen, ob der aktiv ist, der Spot. Einzigartigen Forellenbarsche. Ah, die fangen die Forellenbarsche die ganze Zeit. Anstatt die Augenfleckenkammbarsche. Jawohl. Das dürfte ein Augenfleckenkammbarsch sein, aber leider nur ein kleiner. Oder ist das ein Forellenbarsch? Ein Forellenbarsch, also beißen hier zurzeit nur die Forellenbarsche. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Viel besser nerven wir mal am meisten. Zwei Minuten noch, zweieinhalb. Könnte wieder ein Hecht sein. Ich wünsche es mir für dich nicht. Na doch, so wie der jetzt in die Bremse geht, besser gesagt sogar Schnur zieht, ist das kein Augenfleckenkammbarsch. Jo, sag ich doch. Einzigartiger Florida-Knochenhecht.
Ja. Was hatte der eben? 6, noch was. Ja. Naja. Das ist nicht mit dir anlegen, ey. Gut, Woche. Das ging schnell. Das ist aber ein Augenfleckenkammbarsch, aber ein kleiner leider. Ein Tropfen vielleicht. Nö, noch nicht mal. 1,4. Ja. Ach nee, 7,7 oder. Florida Knochenhecht 7,77. Noch 40 Sekunden. Ja, guck mal, jetzt kommen die alle wieder. Wie in der Rache. Kurz vor Ende. Eine selbsterstellte Map, Ey, ne? das ist keine selbst erstellte Map, das ist nur ein selbst erstelltes Wettbewerb. Ach so, okay, schön. Die Map ist die Gleiche. gleiche wie immer. Ich dachte, dass man uns die Beißrouten erhöhen oder vertiefen kann. Nö, nö. Leider vorbei. Und jetzt beißt noch ein größerer, einzigartiger oder wie? Hätte jetzt noch? Nö. Die Tute hat ja schon getutet. Ne, ist nochmal ein Hecht. Nochmal ein 6, den muss ich freilassen. Den darf ich nicht mehr mitnehmen. Und ich habe gewonnen. Erster Platz. Das ist das, was ich alles gefangen habe. 17 Stück habe ich insgesamt gefangen mit 42 Kilo Gesamtgewicht. Dadurch, dass ich ja die Hechte auch noch habe. Und ersten Platz. Super. So kann man jetzt noch das Ganze noch mal gucken hier. Ne, ist nicht mehr mit drin. Erstellt. Gibt es hier noch die Möglichkeit zu gucken. Irgendwo gab es noch die Möglichkeit, welche, die schon abgelaufen sind, zu gucken oder nicht. Mir war doch so. Turniere? Nee, nee, das sind die großen Turniere, das sind die Standardwettbewerbe, das sind die selbst erstellten. Und da gab es eigentlich die Möglichkeit, meinte ich, sich das nochmal anzugucken. Nö, gibt's wohl doch nicht. Wenn ich jetzt hier eins erstelle, nö, zurück, wohl. Ne, gibt es noch für Fortgeschrittene. Filter. Abgeschlossene Anzeigen, alles klar. Ja, okay. Ansicht. Und dann kann ich da nochmal sehen, dass ich erster wurde. Aber chatten kann man mit den Leuten dann nicht mehr. Schade. Ich hätte mir gerne noch einen Glückwünsche von den Leuten abgeholt und mich dafür bedankt. Aber das geht hier leider nicht. Gut. Okay, Leute. Seht ihr mal, wie das läuft in den selbstgemachten Wettbewerben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.